In diesem Video möchte ich Ihnen das Speedphone 30 vorstellen, ein deckt schnurlos Telefon für den IP-basierten Anschluss der Telekom, ideal auch für Senioren geeignet. Das Speedphone 30 ist ein leicht geschwungenes Telefon, wie man hier auch seitlich sieht. Hier in der Seite ist auch die Laut- und Leise-Taste. Auf der Rückseite ist hier der Lautsprecher, der auch besonders laut ist, also auch für Senioren bestens geeignet, weil sie halt eine sehr hohe Lautstärke einstellen können. Zusätzlich blinkt das Telefon auch, wenn es klingelt, und hat auch einen Vibrationsalarm, also auch hier für Menschen mit Beeinträchtigung ideal, um das Klingeln nicht zu verpassen. Es hat besonders große und beleuchtete Tasten, wenn es dann eingeschaltet ist, die man auch sehr gut wiederfindet und gut erkennen kann. Auch das Display am Gerät ist sehr kontrastreich, also auch sehr gut zu lesen. Das Gerät hat etwa 20 Stunden Gesprächszeit oder 200 Stunden Standby-Zeit, also etwa eine Woche lang hält der Akku. Verfügt über 20 Rufmelodien, die entsprechend auch laut eingestellt werden können. Also ein perfektes Telefon für den IP-Anschluss der Telekom. Die Inbetriebnahme des Speedphone 30 ist besonders einfach. Hier ist eine Transportsicherung für den Akku drin, das ziehe ich einmal raus. Danach schaltet sich das Gerät direkt an. Wie man auch hier jetzt ein bisschen sieht, die Tasten sind beleuchtet. Hier ist es jetzt relativ hell im Raum, aber gerade in dunklen Räumen würde man das sehr gut erkennen. Ich kann jetzt hier einmal die Sprache auswählen, Deutsch. Jetzt sagt er mir, ich soll an meinem Speedport-Router die Anmelden-Taste drücken. Das mache ich jetzt einmal hier im Hintergrund. Das blinkt einmal und ich sage jetzt hier Weiter. Und nun erfolgt die Anmeldung des Mobilteils an meinem Router. Das geht relativ schnell und unkompliziert. Und jetzt kann ich hier noch Einstellungen vornehmen. Ich könnte auch direkt lostelefonieren. Die Einstellung kann ich auch später vornehmen oder auch im Menü des Routers. Verbindet sich jetzt mit der Basis und synchronisiert sich. Und hier könnte ich jetzt dem Mobilteil noch einen eigenen Namen geben, einstellen, auf welche Rufnummer das klingeln soll, ob ich den Eco-Modus wünsche. Ja, das mache ich jetzt einmal und dann zeige ich Ihnen noch mal ein paar Funktionen des Gerätes. So, ich habe jetzt hier das Licht im Raum mal stark heruntergedimmt, dass Sie mal sehen können, wie gut das mit den beleuchteten Tasten funktioniert. Also jetzt habe ich das Telefon eingeschaltet und das gesamte Tastenfeld ist stark beleuchtet und kann so problemlos erkennen, welche Rufnummer ich wähle oder auch wenn ich das Menü durchblättere. Also egal ob beim Fernsehen oder auch für Senioren, perfekt geeignet. So, ich zeige Ihnen jetzt hier einmal noch das Menü vom Speedphone 30. Gehe hier einmal an die Menütaste. Hier gibt es einmal unsere Kontakte, da können Sie lokal auf dem Telefon bis zu 100 Kontakte speichern oder aber auch auf das Telefonbuch im Speedport-Router zugreifen. Es gibt hier eine Anrufliste, wo Sie sehen, wer Sie angerufen hat und wen Sie angerufen haben. Die Sprachbox, die synchronisiert sich dann auch, wenn jemand auf dem Telekom-Anrufbeantworter im Netz der Telekom eine Nachricht hinterlassen hat, können Sie diese hier dann abfragen. Und das Service sind verschiedene Funktionen versteckt, wie Sie das zum Beispiel das WLAN am Router ausschalten oder eine Alarmfunktion, Babyfunk, Geburtstagserinnerung, Kurzwahlen und Favoriten. Dann haben wir hier noch den Punkt Einstellungen. Da können Sie zum einen Audio, also wie laut soll es klingeln, in welchem Klingelton soll es klingeln, dann Displayleistung, die Sendeleistung vom Gerät, weitere Anrufeinstellungen, Einstellung des Telefonbuchs und viele andere Sachen, die Sie hier einrichten können. Ja, das waren letztlich die Punkte. Wie gesagt, ideal für Senioren geeignet oder auch für alle, die einfach ein griffiges Telefon haben wollen, im schicken Design, ist das Speedphone 30 bestens geeignet am Telekom Magenta Zuhause-Anschluss.